Willkommen zurück zu einem neuen Video. Oh, endlich mal wieder draußen. Bestes Wetter, aber kalt. 0 Grad in Werdohl. An der Lenne. Gut, hier ist nicht sehr viel zu sehen vom Frost. Liegt ja auch tiefer. Mal schauen, ob ich hier ein paar Fotos hinbekomme. Mehr geht im Moment nicht. Es ist einfach zu kalt. Ich habe schon Zwiebellook an. Ich habe zwei Jacken an, wenn man das vielleicht sehen kann. Eine etwas dünnere Jacke und eine dicke Winterjacke. So, Auto ist abgeschlossen. Eine nette Dame hat mir ihren Parkschein gegeben, weil sie noch zu viel Parkzeit übrig hatte und ich spare mir ein paar Cent. Das ist gut. Sehr freundlich. Nicht viel los hier. Ist aber auch kalt. Ja, ich wollte mich mal hier in Werdohl kurz umsehen, weil ich sowieso hier hin musste. Und ein kleiner Spaziergang ist doch immer drin. Oh, da kommt eine größere Spaziergängergruppe, Wandergruppe. Die nutzen auch das gute Wetter. Ja, man muss auch mal wieder raus. Nach den letzten Wochen schlechte Wetter, Sturm, Regen. Das macht nicht wirklich Freude. Heute Nacht war es sogar in Erscheid minus 13, minus 14 Grad. Oh, das ist kalt. Doch, ein paar Enten sind doch hier. Oh, da will ich mir schon längst die Füße abfrieren. Aber die Enten sind ja abgehärtet. Naja, Handschuhe habe ich im Auto gelassen. So lange werde ich jetzt hier nicht verbringen. Aber ich habe wieder so langsam Lust auf Fotos bei dem Wetter. Das war doch in den letzten Tagen auch nichts. Was will man bei Regen Fotos machen? Kann mir das einer sagen? Ich habe nur noch drinnen gesessen und überlegt, welche Art von neuen Videos ich machen kann. Was war das jetzt? Ich dachte schon, einer redet mit mir. Naja. Aber gut, dass das Wetter jetzt wieder besser wird. Ist da überhaupt was drin im Vogelhaus? Nee, kein Futter. Wichtig ist natürlich, wenn man die Kamera längere Zeit jetzt hier in der Kälte draußen hatte, dass man die sofort wieder in den Rucksack packt. Der Rucksack ist ja so weit isoliert. Den kann man dann rein in die Wärme nehmen, aber geschlossen halten, damit sich der Rucksack und das, was da drin ist, sich so langsam wieder an die Raumtemperatur gewöhnen kann. Hier sind wieder zwei gewesen, die haben sich gewundert, warum ich selbst Gespräche führe. Na gut. Okay. Es sind aber auch viele Spaziergänger wieder unterwegs. Naturlehrpfad, Regenbogenforelle. Ich wundere, wenn es ein bisschen zittrig ist, mir ist kalt. Ah, ich habe die Hände in der Jacke drin. Trotzdem.
es sind noch mehr Enten. Hey, da war ein Fisch. Oh, wie schön. Also früher kamen diese Enten, die Wildenten, immer gern auf unser Grundstück. Da hatte ich immer so als Kind meine wahre Freude dran. Wenn die Jungen geschlüpft sind, sich im hohen Gras versteckt haben. Das war immer schön. Das hat man heute nicht mehr. Die Wildenten findet man mit Sicherheit nur noch hier an den größeren Flüssen. Ich tue euch nichts. Immer schön geschmeidig bleiben. Nee, das war nix. Die Kamera noch auf Silvester eingestellt, oder wie? Sieht so aus. Naja, so geht's. Jetzt hauen sie ab. Gibt's doch nicht. Naja. Schön, die wollen nicht. So, die Sonne geht schon wieder unter. Oh, jetzt fliegen sie weg. Oh, schade. Na gut. So, dann war es das mit diesem Video. Kurze, ja, ich sag mal, die Fototour ist das jetzt nicht gerade. Das ist mal einmal so kurz hier raus, weil ich sowieso in Werdohl zu tun hatte. Und dann wollte ich mir das jetzt nicht nehmen lassen, ein paar Fotos zu machen, ein paar Minuten. Ja, und dann war es das schon wieder. Es läuft jetzt so langsam wieder an. Das Jahr hat ja gerade erst begonnen. Und dann schauen wir mal, wie das Wetter in nächster Zeit wird oder werden soll. Ich weiß es nicht. Das kann sich immer tagtäglich ändern. Also dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis bald und ciao.